Ja, wir haben jetzt eine Initiative, die eine Gemeinschaft werden will. In Gemeinschaft im Gegensatz ist auf jeden Fall schon mal mehr Menschen. Und ist aber vor allem so, dass es jetzt an der Zeit ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Also die Initiative hat sich noch stark mit dem Inhalt beschäftigt, mit der Schule, mit der Vision der Schule und zu so einem klaren Ja. Wir werden uns hier kümmern und zwar in diese Richtung, um diesen Inhalt und zu diesem Ziel hin. Und jetzt ist es an der Zeit, so eine Basis zu bauen, die belastbar ist in der Zusammenarbeit miteinander. Die wenigsten Prozesse scheitern am Inhalt. Inhaltliche Unterschiede lassen sich ganz gut aushalten und da haben die wenigsten Leute Probleme damit. Also es ist dieses Agree to disagree ist auf einer inhaltlichen Ebene gar nicht schwer zu sagen, okay, wir einigen uns einfach darauf, dass wir uns nicht einig sind. Das fällt den meisten Menschen ganz leicht. Warum solche Initiativen oft kaputt gehen, liegt daran, dass es unklar ist, wer welche Rolle hat, dass plötzlich dann jemand mit der gesamten Verantwortung alleine da sitzt und gar nicht weiß, wie er da hingekommen ist. Jedenfalls hat er nie dazu Ja gesagt an irgendeiner Stelle. Dass plötzlich Leute dazukommen, die alles nochmal ganz von vorne anfangen wollen und alles nochmal in Frage stellen und dann die Alten gehen und sie denken, oh nee, das hatten wir alles schon und wir haben da schon so viel Arbeit reingesteckt. Das sind immer Prozessfragen. Das sind immer Fragen über, wie arbeiten wir hier eigentlich? Und da wir schon wissen, dass sie uns später auf die Füße fallen werden, ist es ganz gut, so eine Grundbasis schon von vornherein zu schaffen, von den Fragen, die es eigentlich immer irgendwann gibt, vorher zu klären. Und in diesem Klären erleben wir auch nochmal, wie wir miteinander entscheidungsfähig sind und wie wir miteinander Entscheidungen treffen. Und noch haben wir keinen Konflikt. Das heißt, es ist eine relativ einfache Phase, um ein paar Grundregeln festzulegen über, wie arbeiten wir hier zusammen, wie melde ich mich, wenn es mir nicht gut geht. Was mache ich, wenn ich überfordert bin? Was mache ich, wenn ich unterfordert bin? Was mache ich, wenn mir das nicht mehr gefällt, was hier passiert? Wenn ich das Gefühl habe, wir gehen in eine Richtung. Und da gibt es eine ganz große Anzahl an Regeln in den basisdemokratischen Prozessen. Früher zum Beispiel haben sie immer gesagt, wenn ich mich mit einer Hand melde, dann habe ich eine inhaltliche Meldung, dann warte ich, dann reihe ich mich ein in die Meldungen. Wenn ich mich mit zwei Händen melde, heißt es, ich habe eine echte Störung und ich bin sofort dran. So, also es gibt so ganz viele kleine Tricks, die man sich ausmachen kann, wie wollen wir hier zusammenarbeiten, damit jeder die Möglichkeit hat, für sich zu sorgen und für das Projekt zu sorgen. Wie oft wollen wir uns treffen? Wann treffen wir uns? Wer moderiert? Mit welchen Methoden arbeiten wir? Wie gehen wir mit Störungen um? Wie gehen wir mit neuen Leuten um? Wie integrieren wir sie so auf einer ganz konkreten Ebene? Welche Rolle bin ich bereit, hier einzunehmen? Weil Transformationsprozess ist erstmal für jeden Ehrenamt. Das ist nicht der Hauptjob eines Lehrenden, der ist dazu da, mit den Kindern zu arbeiten und nicht in erster Linie die Schule zu reformieren. Es ist nicht der Hauptjob der Eltern, es ist immer ein Ehrenamt. Das ist auch nicht der Hauptjob der Schüler, die eigentlich davon ausgehen können, dass es eine Organisation gibt, die funktioniert. Und wenn die Gruppen jetzt aber zusammenkommen, um sowas zu machen, ist das Ehrenamt. Und Ehrenamt braucht eine andere Form von Würdigung, braucht eine andere Form von Belohnung, und braucht so wenig Stress, wie es irgendwie geht, weil der ist im Rest des Lebens schon vorhanden. Insofern ist auch noch mal ganz wichtig, dass die Leute in sich selbst auch noch mal gucken und den Raum kriegen, miteinander rauszufinden, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Was kann ich und was mache ich gerne? Und das sind zwei verschiedene Fragen, weil was ich gut kann, mache ich vielleicht in meinem Job schon die ganze Zeit und bin da bereit, noch ein bisschen mehr davon zu machen. Aber eigentlich wollte ich schon immer malen. So, nur weil ich gut organisieren kann, ich möchte jetzt, ja, aber hier möchte ich lieber die Plakate malen. Also so zu gucken, was kann ich beitragen und was ist aber was ich schon immer mal ausprobieren wollte und was ich hier vielleicht tun kann. Und der Versuch, realistisch die eigene Zeit einzuschätzen. Und mit der Zahl, die man angibt in solchen Momenten, kann ich nur sagen, halbiere die Zahl in deinem Kopf und sage die als eine Zusage. Wenn man mehr macht, ist es toll, aber wenn man weniger macht, ist es immer Frustpotenzial für sich selbst, wenn man ein schlechtes Gewissen kriegt, für die anderen, weil sie sich darauf verlassen haben. Also wirklich lieber klar rangehen und ganz klar sagen, diese Rolle bin ich bereit zu übernehmen. Na, was ein Prozess immer braucht, ist jemand, der sich für den Prozess verantwortlich fühlt. Was ein Prozess immer braucht, ist eine Person, die sich dafür zuständig fühlt, den Gesamtüberblick zu haben. Und diese Person sollte außer dem Gesamtüberblick dann nichts tun. Also nicht auch noch organisatorisch für irgendwas anderes zuständig sein. Wie nennt man den?
den nennen wir den... Prozessleiter? Nee, das muss nicht der Prozess, das ist wirklich eine inhaltliche Verantwortung. Also das eine ist eine Prozessverantwortung und das andere ist die Person, die sagt, ja, ich habe das alles auf dem Schirm, ich kenne alle Protokolle, ich weiß genau, wer wo ist, ich weiß genau, wer was wann verabredet hatte. Ich habe vielleicht mal nachgehakt, ob der das auch gemacht hat. Also vielleicht so eine Koordination der Gruppe. Als jemand, der häufig in dieser koordinierenden Rolle landet, nehme ich die inzwischen nur noch an, wenn ich eine Person an meiner Seite kriege, die nichts macht, als Leuten hinterher zu telefonieren. Weil es gibt immer die Hälfte der Leute, die sagen, sie machen es und es dann nicht tun. Und obwohl das ärgerlich ist und man sich jetzt auch darüber ganz viel ärgern und streiten könnte, ist es de facto einfach so. Insofern ist es gut, wenn man einen so einen Penetranz-Hinterherrennen-Menschen hat. So. Und dann gibt es natürlich andere Rollen, die sich aus den Aktivitäten ergeben. Also wenn wir jetzt sagen, wir brauchen Geld, also wir müssen Fördermittel gucken, dann werden vielleicht diese drei Leute Fördermittel suchen und diese zwei Leute machen schon mal einen Finanzplan. Eine Entscheidung, die man treffen muss, ist, ist eine Rolle etwas Rotierendes oder ist eine Rolle etwas, was ich die ganze Zeit behalte? Ich weiß, dass sehr viele Schulen es so machen, dass zum Beispiel die Prozessverantwortung für drei Sitzungen ist und dann wird sie für die nächsten drei Sitzungen abgegeben. Meistens an zwei Leute, wenn man das selber macht. Mit der inhaltlichen Gesamtblick ist es vielleicht ganz gut, wenn das jemand dauerhaft macht. Aber auch da, wenn es zwei Leute sind, dass jetzt niemand nicht in Urlaub fahren darf oder nicht mal sagen kann, ich habe gerade beruflich ganz, ganz viel zu tun und ich kriege ein Kind. Also wie gesagt, es ist Ehrenamt, man muss rein und raus dürfen. Man muss auch Phasen haben, wo man sich sehr stark engagiert und auch Phasen haben dürfen, wo man mal für ein paar Monate aussteigt. Und wenn das akzeptiert ist, dann sagen die Leute auch, dass sie es tun. Wenn das nicht und kommen dann auch wieder. Wenn das nicht akzeptiert ist, dann schleichen die so raus und kommen nicht mehr. Ne? Also es braucht ein Arbeitsbündnis, sagt, so wollen wir jetzt erstmal zusammenarbeiten. Vielleicht machen wir das in drei Monaten ganz anders. Dann haben wir Erfahrungen und ändern es wieder. Aber erstmal haben wir jetzt für uns so eine Vereinbarung, wie wir hier zusammenarbeiten werden. Und wer jetzt erstmal welche Rolle einnimmt, in der Klarheit, wenn es nicht klappt, sofort melden. Wie ich schon mal gesagt habe, gibt es Phasen des Schließens und Phasen des Öffnens. Und in diesem ersten Schritt des Miteinanderträumens ist es ganz gut, das ist keine so lange Phase, erstmal ein relativ geschlossener Raum zu bleiben, um erstmal eine Vision zu haben. Mit dieser Vision kann ich jetzt rausgehen in die Welt. Und da ist erfahrungsgemäß, also meistens setzen sich die dann hin und überlegen sich, wen brauchen wir? Wir brauchen jemanden aus der Schulküche, wir brauchen jemanden aus dem Ministerium, wir brauchen, um so aufgestellt wie möglich zu sein, was sind die Rollen, die wir schon haben? Aber vielleicht brauchen wir noch jemanden, der total gut mit Geld umgehen kann. Vielleicht brauchen wir noch jemanden, der eine Internetseite programmieren kann. Also sowohl nach Fähigkeiten zu suchen, als auch nach Positionen oder Institutionen oder Bereichen zu suchen. Die Frage auch, ab welchem Alter beziehen wir Kinder wie ein? Bis zu welchem Alter hat so ein Kind das Recht, sich darum überhaupt nicht zu kümmern? Und auch wenn es ein Recht auf Partizipation gibt, gibt es auch ein Recht auf nicht belangt werden und nicht mit Sachen konfrontiert zu werden, wenn ich eigentlich spielen könnte in der Zeit. Und ab welchem Alter wollen wir sie reinnehmen? Wie nehmen wir sie rein als komplett gleichberechtigte Partner? Ab welchem Alter punktuell, wenn es ganz konkret um das geht, was sie wollen, auf jeden Fall. Also diese Frage nochmal. Und ich glaube, der größte Fehler, den man in dieser Phase von nach außen gehen machen, ist die reine Position zu suchen. Also zum Beispiel zu sagen, wir wollen den Oberbürgermeister in unserer Initiative haben. Das ist nett, aber bringt tatsächlich nichts, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Oberbürgermeister zu unseren Treffen kommt, sich engagiert und was macht, hält sich sehr in Grenzen. Und nicht, weil er nicht will, sondern weil er die Zeit nicht hat. Das ist also viel interessanter zu sagen, wir wollen das Rathaus mit dem Boot haben. Und wer jetzt aber im Rathaus brennt für dieses Thema, und das ist ganz egal, in welcher Position der ist, das ist unsere Verbindungsperson dann zum Rathaus, das sind die Leute, die wir wirklich wollen. Also wir suchen jetzt nicht krampfhaft Schirmherren, die ihren Namen dazu geben, was uns relativ wenig bringt zum jetzigen Zeitpunkt, sondern wir suchen Leute, denen das auch ein Bedürfnis ist, da was zu verändern und die Lust haben, sich einzubringen und die wirklich bereit sind, sich auf Augenhöhe einzubringen. Schirmherren können wir ganz am Schluss auf unsere Fahne schreiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie bringe ich Leute dazu, mitzumachen? Gar nicht. Ich kann nur ganz viel darüber reden und ganz viel von meiner eigenen Begeisterung mitteilen und
immer wieder an den Traum andocken und hoffen, dass diesen Moment, diese Sehnsucht, die es bei mir entfacht hat, irgendwie den anderen ansteckt. Das Anstecken kann ich nicht beeinflussen, aber ich kann beeinflussen, dass ich es an so vielen Orten wie möglich erzähle, dass ich so vielen möglichen Menschen, wie es geht, davon erzähle und dass ich in dem Moment, in dem ich es erzähle, so dicht wie möglich dran bin an meiner Sehnsucht, weil das ist das, was am Schluss ansteckt. Das ist, wenn die merken, so, oh, da ist ja richtig eine Kraft dahinter, die wollen das ja wirklich, das, dann denken die Leute automatisch, das hat auch Erfolgsaussichten, dann mache ich da mit. Keiner hat Lust, bei einem Projekt mitzumachen oder bei einem Vorhaben, wo Leute sagen, na, wir haben da so eine Idee und wir denken, die ist ganz gut. Also es heißt dann wirklich dazu zu stehen, dass man diese Vision hat. Und da stehen zu bleiben und dann kommen die anderen von alleine. Und den Leuten die Zeit zu geben, dass sie sich dreimal im Kreis drehen dürfen. Die müssen nicht gleich Ja sagen. Die dürfen sich das erstmal anhören und beim nächsten Treffen haben sie vielleicht noch eine Frage und beim dritten Treffen kommen sie. Also es ist nicht so, heute gehen wir raus und übermorgen müssen wir 50 Leute haben. Und mehr ist auch nicht unbedingt besser, weil mehr macht den Prozess auch komplexer. Also was ist ein anstrebenswertes Bündnis, was macht es stark, und was bedeutet es eigentlich? Und es gibt erstmal zwei verschiedene Ebenen. Das eine sind die Leute, die wirklich sagen, wir machen es. Das heißt, wir stecken hier Zeit rein, wir stecken hier Ressourcen rein, wir stecken hier Kraft rein. Und das andere ist die wahrscheinlich größere Zahl, die sagt, danke, dass ihr es macht. Wir stecken da keine Zeit rein, aber wir unterstützen es. Das notwendige Bündnis ist auf der zweiten Ebene notwendig. Es muss natürlich im Laufe der Zeit von der Schule getragen werden und von einer absoluten Mehrheit an der Schule auch getragen werden. Es darf ein paar Leute geben, die das blöd finden, die braucht es immer. Die soll es auch bitte langfristig und immer geben, weil ansonsten schlafen wir alle ein und fragen uns nicht mehr, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Ich würde damit Geralds Zweidrittelmehrheit absolut übereinstimmen. Das muss aber jetzt noch nicht sein, weil wie wächst so eine Mehrheit an der Schule? Das ist ein Prozessergebnis und nicht ein Prozessschritt. Das wächst, indem die uns zugucken und indem sie merken, hey, da passiert ja was. Und ich werde immer mal wieder informiert, auf allen möglichen. Da ist eine Zeitung im Flur und da ist eine E-Mail und ab und zu gibt es auch mal einen Flyer oder ein Happening im Schulhof oder ein Flashmob in dem Stadtzentrum oder was auch immer wir da machen können, was mich halbwegs informiert hält und ich merke, da passiert was und ich merke, es wächst langsam, aber vor allem merke ich, die machen wirklich was, die reden nicht nur. Und so wächst so ein Bündnis von ganz alleine. Also im Tun, im Dranbleiben, im authentisch bleiben und im sich aber auch zeigen immer wieder und aufpassen, dass man nicht hinter verschlossenen Türen arbeitet. Und dann ist im Ergebnis dieses Prozesses wird dieses Bündnis wachsen. Und wenn es zu viele Leute werden, die sich engagieren und es eine zu große Mehrheit dagegen gibt, dann werden die sich zu irgendeiner Stelle absolut deutlich melden und dann gehen wir mit ihnen um. Wir müssen sie nicht vorher unbedingt ihre Kritik einladen. Irgendwann kommen sie von alleine, wenn es wirklich große, große Bedenken gibt. Was ein starkes Bündnis ausmacht, ist eine klare gemeinsame Vision, die wach gehalten wird, die nicht mal einmal auf Papier geschrieben wird und vergessen, sondern die alle paar Sitzungen vielleicht auch mal wieder rausgeholt wird und weißt du noch und so. Es sind gemeinsame Geschichten, gemeinsame Erfahrungen und dadurch auch Konflikte. Konflikte sind später tolle Geschichten. Also nichts ist toller als, weißt du noch, als wir uns beide total aufgeregt haben und ich dir am liebsten an die Gurgel gegangen wäre, ist das verbindendste Element überhaupt. Also zu merken, dass man gemeinsam auch schwere Zeiten überstanden hat, ist vielleicht die größte Kraft eines Bündnisses und die Hoffnung, dass man in absoluter Harmonie stark wird, ich habe es noch nicht erlebt. Die haben sich stark gefühlt und sind dann aber eventuell bei der ersten Erschütterung schon umgefallen. Insofern danke Erschütterungen, die später zu Geschichten werden. Und dieses Gefühl von, wir schaffen was, also wir haben ein klares Ziel, wir zelebrieren Zwischenergebnisse. Wir gucken nicht nur aufs Endziel, sondern sagen auch, boah, jetzt, hey, super, wir sind gerade mal 3 Wochen dabei und wir haben schon eine Vision. Yeah! Unglaublich. Also das Feststellen von den Schritten, die man schon gegangen ist und sich ruhig ab und zu mal die Zeit nehmen, sich die alten Geschichten zu erzählen. Und dass es eine eigene Persönlichkeit entwickelt. Ich glaube, Einzigartigkeit. Also, dass man sich das Bündnis anguckt und sich denkt, boah, sowas hatte ich noch nie. Das ist irgendwie anders. Ist nicht nur besser, aber es ist irgendwie anders. Dass dieser Verband eine eigene Qualität gewinnt, die ganz eigen ist. So Bewusstsein für das, was man tut und warum das eigentlich ganz schön toll ist, dass man das tut. Das ist auch wirklich toll. Also, dass sich Leute zusammenfinden und sagen, wir machen aus diesem Lernort
einen wirklichen Lernort nach unserem Verständnis des Lernens und wir packen das jetzt zusammen an, auch wenn es vielleicht anstrengend wird und auch wenn wir zwischendurch gar nicht wissen, wie wir es bezahlen und wenn wir gar nicht wissen, wer es machen soll und so. Aber es bewegt was und darauf kann man stolz sein. Also natürlich muss ich dahin gehen, wo die Leute sind und nicht hoffen, dass die Leute zu mir kommen. Und da hat jede Schule ihre eigene Struktur. Und das kann schon damit anfangen, dass ich vielleicht einfach eine Viertelstunde vorher zum Elternabend gehe. Weil eine Viertelstunde vorher sind nämlich schon ein paar Leute da, die sich auch langweilen, weil sie irgendwie dauernd zu früh kommen. Es gibt nicht nur zu spät kommen, es gibt auch zu früh kommen. Die freuen sich unglaublich, wenn man sich eine Viertelstunde mit ihnen über ein inspirierendes Thema unterhält. Ich kann aber auch zum Neujahrsempfang des Bürgermeisters gehen, anstatt mir einen Termin zu geben oder zur Sprechstunde, wo er sowieso ist. Also es hilft wirklich, dorthin zu gehen, wo gerade die Leute sich sowieso aufhalten und absolut redebereit sind. Partys sind ganz, ganz toll. Und da hat jede Schule hat die eigenen kleinen Rituale, ob die ab und zu ein Grillfest machen oder ob sie einen Elternabend oder ob es eine Vollversammlung gibt oder das sind die Orte, wo man hingeht. Und dann hilft es vielleicht auch als schüchterner Mensch, wenn man sich vornimmt, ich werde mal mit einer Person reden, mit der ich noch nie geredet habe. Ich werde mal einen neuen Menschen ansprechen, auch wenn mir das Herz klopfen macht. So. Und eine große Wahrnehmung darauf, wie der andere reagiert. Ich glaube, jeder von uns hat das Erleben damit, wie es sich anfühlt, wenn man missioniert wird. Und wenn ich solche ähnlichen Reaktionen in dem anderen sehe, dann ist spätestens der Zeitpunkt, wo ich mich jemand anders wieder zuwende oder das Thema wechseln sollte. Weil über den Versuch, Leute mit zu machtvoll zu überzeugen, werde ich sie abschrecken. Also das nach außen gehen hat immer was in sehr Kontaktfreudiges, darf auch gespielt sein am Anfang, weil man sich überwinden muss. Und trotzdem so ein ganz genaues Blick auf das Gegenüber und wann ich die Grenzen überschreite und wann ich mehr nerve. Leute sollten nicht von dem Wort Potenzialentfaltung genervt sein. Sie sollten dann lieber gar keine Meinung dazu haben, als, oh, das sind die, die einen uns dauernd reinziehen wollen. Das ist nicht das Bild, was wir als Gruppe nach außen geben wollen. Wie weit außen ist außen? Also auf jeden Fall ist natürlich das Außen die gesamte Schulgemeinschaft. Wie weit will ich schon rausgehen aus dieser Schulgemeinschaft? Das muss die Gruppe selber entscheiden. Brauchen wir so früh schon andere Menschen oder nicht? Und dann eben zu gucken, wo kriegen die ihre Informationen her? Was ist innerhalb der Schule zum Beispiel der Informationsmodus? In manchen Schulen gibt es E-Mail-Verteiler, in anderen gibt es ein schwarzes Brett, im nächsten gibt es sowas wie eine Mappenpost. Nehmen wir. Also erstmal auf allen Kanälen informieren und Achtung, bei schriftlicher Kommunikation nie davon ausgehen, dass es jemand gelesen hat. Und wenn Sie mit jemandem sprechen, der es nicht gelesen hat, nicht sagen, oh, das haben wir doch aber verschickt und warum haben Sie das denn nicht gelesen? Also nicht mit einem schlechten Gewissen so ein Gespräch eröffnen, weil schriftliche Kommunikation wird höchstens vom Drittel der Leute tatsächlich gelesen. Aber immerhin erreicht man ein Drittel. So, das ist ja schon mal was. Und klare Ansprechpartner, wenn wir schriftlich kommunizieren, ganz, ganz klar sagen, und mehr Informationen gibt es bei Person X unter dieser Telefonnummer, unter dieser E-Mail-Adresse. Weil wenn ein kleiner Funke bei denen wach ist, dann sollten sie sehr zeitnah reagieren können. Wenn sie dann warten müssen bis zum nächsten Treffen, was erst in 4 Wochen ist, dann ist das schon längst wieder tot. Also die Schwelle auch reinzukommen, ganz klein halten. Ich muss nicht gleich zum Treffen gehen, wofür ich vielleicht noch einen Babysitter organisieren muss, sondern ich muss die Möglichkeit haben, zu dem Zeitpunkt zum Hörer zu greifen, wo es für mich gerade passt. Ja, worauf gilt es zu achten? Es gilt daraus, dass sich dort nicht zu verlieren. Man kann auch Millionen Jahre und Millionen Treffen noch mehr Regeln dazu aufbauen, wie wir miteinander arbeiten und sich überlegen präventiv, was noch alles machbar wäre. Und am Schluss sind nur noch die Menschen übrig, die Regeln mögen und alle anderen sind weg. Also vielleicht setzt man sich da tatsächlich in der Phase mal ein klares Zeitlimit und sagt, da arbeiten wir heute dran. Und von mir aus noch das halbe Treffen nächstes Mal und dann probieren wir den Stand erstmal aus. Und dann treffen wir uns nochmal und überlegen nochmal. Da kann man sich sehr, sehr leicht im Kreis drehen. Noch mehr in der nächsten Phase, dazu kommen wir später. Das ist so die, wo ganz viele hängen bleiben einfach, weil man das immer noch weitermachen kann. Insofern darauf achten, dass man relativ schnell zu so ein paar Grundregeln des Miteinanders kommt und die erstmal ausprobiert. Dass man keine fixe Größe im Kopf hat. Groß ist nicht gut.
groß ist weder gut noch schlecht und klein ist auch weder gut noch schlecht. Also sich nicht denkt, oh Gott, wenn wir jetzt unter 50 Leuten sind, dann wird es nichts. Das stimmt nicht. Auch wenn wir 5 Leute sind, kann das was werden. Dann wird es halt nur langsamer was. Dauert halt ein bisschen länger. Und die anderen kommen schon irgendwann, wenn wir das hier durchziehen. Dass man nicht so eine riesige Sammlung von inaktiven Namen hat, das hilft uns auch nichts. Von Leuten, die informiert werden wollen und beteiligt werden wollen, aber die nie was machen, die sind uninteressant, diese Leute. Die sind später interessant. Jetzt brauchen wir Macher. Jetzt brauchen wir Leute, die auch bereit sind, was zu tun und die auch bereit sind, sich selbst Informationen zu holen und nicht immer nur welche zu wollen und die aktiv teilnehmen an dem Ganzen. Und falsch machen kann man halt, dass man extrem viele Leute gerade verknatzt, indem man sie übermissioniert. Insofern Achtung, dass nicht alle schon genervt sind, bevor wir überhaupt richtig angefangen haben. Und mit den Leuten, die da sind, sich zu freuen, dass die da sind und mit denen jetzt erstmal durchzustarten. Ich denke, das Einzige, was man tun kann, um die Leute nicht zu übermissionieren, ist, die Leute im Blick zu behalten. Augen auf, angucken und dem trauen, was man da sieht. Und wenn man eine Grenze wahrnimmt und sich unsicher ist, kann man auch fragen, nervt es dich, soll ich aufhören? Das ist nicht sein Thema, oder? Und dann werden die schon irgendwas sagen. Also ich glaube, einfach eine Achtsamkeit in den Gesprächen im Außen an den Tag legen, mehr kann man da nicht tun. Weil wenn wir zu viel Angst vor Missionieren haben, sind wir gelähmt. Und das können wir auch nicht. Wir sollen ja raus, wir sollen ja reden, wir sollen ja den Leuten was erzählen. Also raus da, und wenn man gegen die Grenze läuft, das ist halt bemerken. Es gibt in der interkulturellen Bildung gibt so ein Konzept, das heißt MAR, also wie das Meer auf Spanisch, Mistake, Awareness, Repair, also Fehler, das Mitkriegen und das Reparieren. Und die sagen halt, man kann in einer interkulturellen Welt nicht ohne Fehler durchkommen. Man kann noch so viele Bücher darüber lesen, ob ich meine Fußsohlen zeigen darf oder nicht. Man wird 1000 Patzer machen. Und das Einzige, was man machen kann, ist sein, so wie man halt ist, und dann aber versuchen, so aufmerksam zu sein, dass man es mitkriegt, wenn man Fehler macht, und ihn dann zu reparieren. Und ich glaube, was anderes kann man hier auch nicht. Raus mit uns in die Welt, Augen offen halten und schauen, dass, wenn wir merken, oh Gott, hier ist eine Grenze, sich zu entschuldigen und weiterzugehen.